Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich präsentiere euch heute wieder ein Bier aus einer der wohl bekanntesten holländischen Brauereien neben Heineken. Jopen aus Haarlem bei Amsterdam. Und zwar ist es das North Sea IPA mit 6,5 Volumenprozent Alkohol, 16 Grad Stammwürze, 70 Bittereinheiten. Hehehe. Und dieses Bier ist angeblich der holländische Zugang, zumindest sagt das Jopen, zu dem IPA-Bierstil. Auch sie haben im 17. Jahrhundert auf den East Indies Kolonien gehabt und auch die wollten mit Bier versorgt werden. Und der holländische Ausdruck ist wohl Durable Schepsbier. Ich hoffe, ich spreche das jetzt irgendwie aus, aber so Durable Shipbier, also haltbares Schiffbier. Und die Engländer haben das halt eben dann India Pale Ale genannt. Und die Holländer nennen das jetzt offensichtlich North Sea IPA. Wobei Moinel ist offensichtlich auch der Name, unter dem dieses Bier in Holland verkauft wird. War wohl aber für den internationalen Markt dann doch etwas zu sperrig. Ich würde einfach sagen, wir schauen mal, wie das Ganze schmeckt. Zur Verfügung gestellt wurde dieses Bier freundlicherweise von One Pint. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dankeschön für die Unterstützung. Hier oben drauf auf der Kappe die Jopenkerk in Haarlem. Gibt ja mittlerweile auch eine zweite Brauerei. Und ich werde wieder bitter daran erinnert, dass ich endlich mal dieses Video schneiden muss. Und dann schauen wir mal, wie dieses IPA den Weg ins Glas findet. Ja, das ist doch... Hui, na, da kommt der Schaum nochmal recht, relativ kräftig hinterher. Ein, durchaus helleres Bernstein. Das sind 2,5 Finger Schaumbreit obendrauf. Der macht auch einen recht stabilen, kompakten Eindruck. Haftet allerdings nicht wirklich am Glas. Und auch in der Nase, muss ich sagen, ist dieses Bier sehr, sehr klassisch IPA-typisch. Zitrone, tropische Früchte, Mangos mit dabei, Aprikose, Litschi. Vielleicht so leicht grasige und karamellige Töne noch in der Nase. Ja, aber wie gesagt, kräftiger, fruchtiger Hopfen. An dieser Stelle, cheers, Prost! Oh, 70 Bittereinheiten. Oh, die verstecken sich jetzt auch nicht so richtig gut. Also es hat einen definitiv sehr bitteren Antrunk. Hat aber auch die ganze Fruchtigkeit, die ich eben im Aroma schon beschrieben habe. Die Zitrone ist da, die Mango ist da. Vielleicht auch ein Touch Litchi. Aber es ist auch ein Stück malzig. Also der Bittere wird eigentlich ein ganz schönes Malzbett ausgerollt und ihm entgegengestellt. Hat vielleicht ein bisschen leichte karamellige Töne. Aber wie gesagt, der Gegenspieler, diese grasige Bittere. Nicht so kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist sehr, sehr klassisch gehalten. Mittlerer Körper, intensivere Kohlensäure, habt ihr schon gesehen. Jetzt aber auch nicht übertrieben, also es ist eher so der obere Rand vom Durchschnitt, macht das Ganze sehr erfrischend, das Bier läuft gut, es ist sehr, sehr knackig auch. Und aber hinten raus, diese Bittere, die nimmt nochmal richtig Fahrt auf. Das Bier wird hinten raus auch sicher trockener, das Malz macht so einen Schritt nach hinten. Grapefrucht, bisschen Pinie vielleicht hinten, aber was einfach auffällt, ist, dass dieser bittere Grundton, dass der jetzt hinten raus sehr, sehr lange den Mundraum füllt und dieses Bier
schön lange nachhängt. North Sea IPA oder Mooi Nel, mein Holländisch ist zugegebenermaßen ziemlich bescheiden, von Jopen aus Haarlem, von ProbierTV gibt es 4 von 5 möglichen Punkten für das North Sea IPA von Jopen. Und nochmal an dieser Stelle danke an One Pint fürs zur Verfügung stellen von diesem Bier. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und vielleicht dem Video auch ein Like gebt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.